der Türkei. Das Wetter teils trüb, teils freundlich bis 16 Grad. Mein Name ist Daniel Skondo. Der schwere Wirbelsturm Patricia hat in der Nacht die mexikanische Pazifikküste erreicht. Der Sturm gilt als der stärkste Hurricane, der je gemessen wurde. Das Festland erreichte er laut mexikanischem Wetterdienst mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 300 Kilometern pro Stunde. Aus Mexiko an Katrin Mellmann. Bislang gibt es keine Meldungen über größere Schäden. Mexikos Präsident Enrique Peña Nieto rief in den Bundesstaaten Colima, Nayarit und Jalisco den Notstand aus. 50.000 Menschen wurden rechtzeitig in sichere Notunterkünfte gebracht. Einwohner der Küstenregion verbarrikadierten sich in ihren Häusern. Mexiko verfügt über einen gut funktionierenden Zivilschutz. Für Evakuierungen und Warnungen hatte er dieses Mal aber nur wenig Zeit, denn der Sturm Patricia verwandelte sich in einer Rekordzeit von nur 30 Stunden in einen Hurrikan der Stärke 5. Ein 16-Punkte-Plan der EU